Ein komisches Gefühl, jetzt wieder hier zu sein, mit euch allen vereint. Zum ersten Mal, seit wir die arme Moon verloren haben. Ja, wir sind wieder vereint. Aber was geschehen ist, hat uns verändert. Tatsächlich sind alle hier, die nach dem Bankett in Uldar verschollen waren. Gewissermaßen auch Minfilia. Ja, fast wäre das Licht der Morgenröte erloschen. Aber jetzt ist es über den eisigen Norden wieder hierher zurückgekehrt. In der Tat. Aber der Bund der Morgenröte wird nicht derselbe sein. Wisst ihr, all die Erlebnisse und Begegnungen in Ishgard haben mir gezeigt, dass es am wichtigsten ist, seinem Herzen zu folgen. Ich hoffe sehr, dass der Bund der Morgenröte weiter besteht. Aber ohne unumstößliche Richtlinien vorzugeben. Wenn wir weiter die Rettung Eorzeas anstreben, dann ein jeder von uns aus freiem Willen und jeder auf seine Weise. Also eher eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten als eine Organisation. Ja, das finde ich gut. Mein Ziel ist es, die Wahrheit über diese Welt zu erfahren. Ich werde weiterhin über die antiken Primae forschen, bis wir alle Zusammenhänge verstehen. Kriele, würdest du mich dabei weiterhin begleiten? Nun ja, ich bin ja aus Shalian gekommen, um zu helfen, auch wenn ich ursprünglich nur Minfilia wiederfinden wollte. Aber nach all unseren gemeinsamen Prüfungen möchte ich die große Aufgabe, die ihr euch gesetzt habt, bis zum Ende mit euch durchstehen. Deswegen bitte ich euch, nehmt mich in den Bund der Morgenröte auf. Aber natürlich, nichts lieber als das. Sei uns willkommen. Uriangée, können wir dir auch weiterhin die Beobachtung der Ashians überlassen? Mir wollt ihr vertrauen? Obwohl ich euch in die Irre führte und euch diejenige für immer nahm, die euch so teuer war? Kein Wort mehr, Uriangée. Es war auch Minfilias eigener Wille. Rede ihren Entschluss nicht klein. Wir müssen die Welt beschützen, die sie uns anvertraut hat, und erfahren, woran dieser Planet leidet. Beschützen liegt mir ja, aber forschen? Das ist dein Gebiet. Na? Nun gut. Ich fühle selbst, dass dies die mir zugedachte Aufgabe ist. Auch für Moon Breeda, die im Kampf gegen die Dunkelheit ihr Leben gab. Tja, dann werden wir weiter beobachten, was an der Befreiungsarmee passiert. Schließlich haben die Eisenmasken den Amaljar Kristalle gegeben. Und außerdem ist der neue Statthalter von Alamigo ganz klar ein Tyrann. Auf den sollten wir sowieso lieber ein wachsames Auge haben. Alize, was ist mit dir? Du weißt doch, Organisation und Vereine liegen mir nicht so. Aber wie ihr den neuen Bund dargestellt habt, finde ich gut. Und du bist ja auch dabei. Und dass mich bitte keiner mehr Fräulein Alize nennt, ja? Ich bin ja nicht als Enkelin des großen Louis Soir hier, sondern aus meinem eigenen Entschluss. Ich hoffe auch, dass ihr kein falsches Bild von mir habt. Mit grandios klingenden Titeln habe ich abgeschlossen. Dürfte ich fragen, hochwohlgeborener Herr Alfino, ob ihr mir auch weiterhin gestattet, als Rezeptionistin des Bundes meine untertänigsten Dienste zu verrichten? Ach, Tataru, jetzt hör doch auf damit.
Was sind nun deine Ziele? Und damit meine ich, was du persönlich anstrebst. Nun, dann lass uns sehen, was die Zukunft bringt. Auch wenn viele Hindernisse vor uns liegen, werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass der Bund der Morgenröte künftig Eorzea wirklich in helles Morgenlicht taucht. Die Helden einer Welt sind die Plage einer anderen. Und der Verlust für eine Welt ist einer anderen Gewinn. Gewiss ist nur, dass sie alle in den Herzen anderer weiterleben. Ich habe eine Bitte. Würdet ihr mir Louisois Stab anvertrauen? Keine Sorge, ich stelle nichts Böses damit an. Das könnte ich meinem ehrenwerten Lehrmeister ja nicht antun. Ich möchte nur für das Kommende gewappnet sein. Danke.
Ein Ende ist ein Anfang. Und so muss erst etwas beendet werden, bevor etwas Neues beginnen kann.